So, guten Morgen zum Morning Meeting. Mittwoch, den 17. haben wir. Wochenausblick sehen wir, dass wir den Trend weiter fortgesetzt haben, über das, was wir die ganze Zeit gesprochen haben. Volume-Bereich. Im Tagesschart sehen wir, dass wir uns Tagesschart sehen wir, dass wir im laufenden Monat ein Monatsklos und Open hier unten bei der 11.568 hatten. Das heißt, ein paar Ticks tiefer, die wir uns hier schon nach oben bewegt haben. Da sehen wir auch nochmal diese Quartals-Close und Open, dass wir mit einem Gap nach oben eröffnet haben und das Ganze hier direkt aufgekauft wurde. Deswegen weiterhin gilt hier auch der Aufwärtstrend. Für mich wichtig hier, wir haben jetzt hier auch ein auf Tagesbasis ein Bruchlevel, das interessant ist, falls wir da nochmal drauf zurücklaufen sollten, 12.053 bis 12.061, wenn wir in diesem Bereich, oh, ich sag mal, auch bis zur 12.038 wieder Unterstützung finden, dann könnten wir Kraft tanken, um weiter nach oben zu laufen. Aber letztendlich viel wichtiger, meiner Meinung nach, von dem, was jetzt hier passiert ist, muss mehr kommen. Ne? Weil wir haben hier ein normales Retracement auf Tagesbasis, dann ein neues Hoch gebildet, ein Rücksetzer unterm Hoch, haben hier oben den Preis gehalten und jetzt sind wir ausgebrochen. Das heißt, hier müsste jetzt mehr Momentum nach oben kommen. Deswegen erwarte ich erstmal nicht, dass wir wieder hier unten zurückfallen. Gehen wir aber dann direkt in den 15-Minuten-Chart über. Das Wichtigste, mal einen Moment, das Wichtigste ist es gar nicht. Hier habe ich kurzfristig, hier sehen wir bei der 11.867 das letzte Bewegungs-Swing-Tief. Im Moment hier oben bei der 12.145 das Hoch und das 38% Retracement dieser Bewegung. Das kommt jetzt gerade bei der 12.039 rein. 12.039, 12.040 habe ich bei mir auch als wichtiges Level für Long- und Short-Seite eingetragen. Das ist ungefähr dieses Retracement, was ich hier auf Tagesbasis auch als Bruchlevel eingezeichnet habe. Das heißt, das Bruchlevel liegt bei der 58 und das Retracement liegt bei der 39, deswegen sagte ich ja auch mit der Volumenkante, die ein bisschen tiefer geht, bis zu 12.061, dass das ein bisschen tiefer ruhig fallen darf in den Preisbereich wieder rein, um trotzdem nochmal aufgekauft zu werden. Deswegen ist das hier für mich ein markantes, wichtiges Level. Darunter wird das Ganze schon wieder shortlastig und dunkler. Darüber bleiben heißt positiv, alles gut. Deswegen Rücksetzer, Retracement haben wir hier die 12.042, dann eben das Bruchlevel von dieser Marke. Das Bruchlevel war die 12.060 und auf dem Weg nach unten haben wir nochmal hier ein 50% Retracement, was ich jetzt heute in einer Trendphase nicht so wichtig finde. Das ist, wenn wir eine Range haben, wichtiger. Und für den Tag heute kurzfristig, solange wir uns hier hin und her bewegen zwischen diesen beiden Marken, gestern enge Spanne, bleibt das Range-lastig. Bestätigte Longs, das heißt, wenn man nicht unten den inneren Kontralong nimmt, sind hier über der 12.132 zu suchen. Nach oben hin haben wir hier technische Marken, nochmal hier die 12.171. 12.171 übereinkommt mit der VWAP im Monatschart, wovon ich gesprochen habe. Und danach eben schon die 12.389. Das ist hier dieser Preisbereich hier oben. Das ist nämlich letztendlich der POC aus dem Wochenchart. Und wenn wir uns aber jetzt hier über die 12.132 wegbewegen, das heißt diesen Preisbereich nicht mehr annehmen, dann war das dieses Testlevel, von dem ich vorgestern bzw. gestern Morgen gesprochen habe.
Das heißt, hier sehen wir jetzt im Moment, dass wir einen neuen Preis gesucht haben, sind ausgebrochen. 135 war der alte POC. Der wird angenommen und solange wir uns hier aufhalten, ist der Preis nicht zu teuer. Das ist schon mal gut für die Long-Seite. Jetzt geht es darum, ich möchte sehen, dass neue Käufer in den Markt reinkommen und uns weiter nach oben tragen. Zusammengefasst jetzt die Ausrichtung für heute. Die Ausrichtung für heute Long-Seite suchen. Bis zur 12.040 sowieso. Unter der 12.040 nehme ich erst die Short-Seite mit in Betracht. Ansonsten haben wir hier Retracement 12.040, dann 12.075 bzw. nicht 12.075, sondern 12.060 als Bruchlevel auf Tagesbasis. Und hier die innere Kontraseite 12.103 bis zu 12.112. Bestätigte Longs, wenn wir Volumen über der 12.134 aufbilden, das heißt, wir bilden so eine Kaskade, die ansteigend ist über diesem Level, dann bleiben wir sowieso in dem Kurs drin sitzen, um eben 171 und dann in Folge 240 und am Ende dann auch die 389 als eigentliches Ziel anzulaufen. Gut, viel Erfolg!